Audio-Post. Geklickt. Gehört. Erschreckend, aber bei vielen wahr. Funktionieren Handy und Laptop nicht mehr? Funktioniert gar nichts mehr. Das Internet begleitet uns rund um die Uhr. Trotzdem denken wir im Alltag kaum über die Gefahren nach oder was passieren könnte, wenn Online-Banking oder private Fotos von uns plötzlich im Netz stehen. Aber ist das überhaupt möglich? So ganz einfach? Tatsächlich kann es geschehen, dass ein Virus Daten löscht oder Ransomware sogar Daten verschlüsselt. Und nur wenn ich Geld bezahle, bekomme ich diese wieder. Gerade Android ist da sehr stark gefährdet, da ein anderes Sicherheitsmodell zugrunde liegt. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und berät als Inhaber der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Selbst er sagt: Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nie. Auch große Firmen sind davon nicht geschützt. Mobile Schädlinge haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Manipulierte Downloads werden in den offiziellen Stores angeboten und dann unbedarft heruntergeladen. So wurde beispielsweise im Google Play Store ein gefälschter WhatsApp-Messenger über 1 Million Mal auf Android-Geräte geladen. Die Hacker gehen dabei geschickt vor, wie lautlose Einbrecher, die sich als Freund ausgeben. Plötzlich erhalten wir eine Nachricht eines vertrauten Freundes auf Facebook. Bist du das in dem Video? Wir sind neugierig, klicken. Da ist es meist schon zu spät. Der Computer ist angesteckt. Aber kann mein Laptop eigentlich auch mein Backup, meine Sicherung befallen, wenn ich die beiden miteinander verbinde? Ja, gerade Ransomware versucht natürlich auch externe Festplatten zu verschlüsseln. Wird diese mit dem Computer verbunden, geht die Ransomware gleich ans Werk und verschlüsselt auch dort die Daten. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass ich externe Geräte wie auch USB-Sticks nur dann anschließe, wenn ich mir absolut sicher bin, dass kein Virus am Werk ist. Also, ja, es ist möglich, dass Fotos, Kontakte oder Passwörter plötzlich verschwinden können. Umso wichtiger sind die Tipps vom Fachmann, wie Andreas Wiesler von Go Security weiß. Oft sieht man ja so Kleber auf der Kamera. Es gibt sogar einfache mechanische Schalter. Dann kann man die Kamera bei Bedarf wieder öffnen. Für das Mikrofon gilt, es nur dann zu aktivieren, wenn es auch tatsächlich gebraucht wird. Audio Post. Geklickt. Gehört.